Hallo Franzi. Hallo. Erzähl mir etwas über Talent. Was bedeutet es für dich? Also Talent ist einfach was Angeborenes, eine besondere Fähigkeit, die ich schon mit in die Wiege gelegt bekommen habe, was einfach eine versteckte Fähigkeit im Körper ist, die ich irgendwann vielleicht mal entdecke. Wie ist es bei dir dazu gekommen? Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe vor meiner Einschulung habe ich in Zürich im Freibad schwimmen gelernt. Und damals meinte mein Schwimmlehrer zu mir, ich hätte eine gute Wasserlage. Das heißt, ich liege im Wasser von Grund auf schon weit oben auf dem Wasser und nicht wie vielleicht in Anführungsstrichen ein normaler Mensch relativ weit unten. Und er war der Meinung, ich hätte diese Fähigkeit, dass ich eben eine gute Wasserlage habe und ich soll mich doch mal im Schwimmverein vorstellen. Und das habe ich dann auch knapp ein halbes Jahr später getan. Bin dann mit meiner Mutti nach Bitterfeld gefahren, zum Bitterfelder Schwimmverein, habe mich da vorgestellt und habe dann da eine Woche eine Art Probetraining absolviert. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben. Es hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Element Wasser täglich zu berühren, dass ich bis heute dabei geblieben bin. Nachdem dich also deine Eltern im Schwimmverein untergebracht haben und du mit dem Element Wasser dann so langsam eine Freundschaft geschlossen hast, wie viel haben deine Eltern an deinem Talent wirklich, ich sag mal, teilgehabt? Dass sie dich motiviert haben, dass sie zu dir gesagt haben, Franzi, los, jetzt geht's, tu was, mach was? Oder kam es immer grundsätzlich von dir? Dieses Schwimmen wollen. Ja, also ich glaube, das ist genau die Sache. Also meine Eltern haben mich grundsätzlich nie dazu irgendwie antreiben müssen, dass sie jetzt sagten, okay, du musst jetzt viermal die Woche zum Training gehen, wir müssen dein Talent ausreizen. Für sie an persönlich war auch dieses Talent nicht so wichtig. Es war eher die Tatsache, dass ich einfach wahnsinnigen Spaß am Schwimmen hatte. Und das haben meine Eltern mitbekommen und haben das dann eigentlich eher versucht zu unterstützen, also eher meinen Spaß zu unterstützen und nicht mein Talent. Ihr Kind glücklich sehen wollen, das hat ihr schon größtenteils gereicht. Davon bin ich definitiv überzeugt, ja. Nicht schlecht. Selten geworden die Tage. Ja, das stimmt. Wenn du auf deinen Freundeskreis blickst, der, sagen wir, im Schwimmverein aufgebaut wurde vielleicht, glaubst du, dass deine Freunde einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass aus dir das geworden ist, was du heute bist? Ich denke, mit den Jahren ja. Also zu Beginn, wo ich wirklich nach in Bitterfeld geschwommen bin, war es halt schon in der Grundschule so, dass man da ein bisschen, ich will es nicht als Außenseiter beschreiben, aber ich war halt damals schon durch das ganze Schwimmen, Training, Wettkämpfe, war ich halt damals schon relativ viel, also nicht vergleichbar mit heute, sehr viel unterwegs. Und dadurch war man einfach schon so ein bisschen. Nein, ich will es nicht als außenstehend beschreiben, aber vielleicht irgendwie was Besonderes. Also weiß nicht, ich kann jetzt da irgendwie gerade nicht so das richtige Wort für finden. Ich kann auch heute nicht sagen, ob sie es sehr begeistert hat oder ob sie es irgendwie unfair fanden, wenn ich dann mal für 2 Stunden von der Schule freigestellt wurde. Aber man war halt schon, ja, ich sag's, beschreibe es einfach mal als was anderes in dem Sinne. Und als ich dann zur Sportschule gegangen bin in Halle, ab der 5. Klasse, war es eines Gleichgesinnte. Also es war halt eine Klasse aus 20 Sportlern, aus 5 verschiedenen Sportarten, sage ich jetzt mal. Und alle hatten halt damals das gleiche Ziel, alle hatten mehr oder weniger großes Talent. Und ich glaube, da hat der Freundeskreis dann auch schon einen großen Anteil gehabt, weil man einfach sich untereinander gepusht hat. Alle wollten große Ziele erreichen, alle hatten das große Ziel, mal an Weltmeisterschaften teilzunehmen, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich glaube, dass es ab dem Alter, dann kann man schon sagen, dass da der Freundeskreis auch zur Entwicklung beigetragen hat. Ist dieser Freundeskreis, der sich in der Sportschule aufgebaut hat, für dich persönlich, aus deiner Sichtweise, ein Konkurrenzfreundschaft gewesen? Oder war es eine ehrliche Freundschaft, die sich dort entwickelt hat?
mal unabhängig jetzt, wenn man sagt, okay, in einer Disziplin, nehmen wir es mal als Beispiel, du Schwimmen, gibt es dort Freunde in diesem Bereich Schwimmen oder gibt es nur richtige Freunde im Bereich von mir aus dann Hochsprung oder Volleyball oder? Das ist eigentlich, glaube ich, so eine Sache, die Sport ausmacht, was vielleicht so ein bisschen ein Unterschied zur Wirtschaft ist. Der Sport ist einfach die Mischung aus Konkurrenz und Freundschaft. Man ist, außerhalb des Sports ist man einfach, besteht einfach eine große Freundschaft. Und in meinem Fall, wenn ich jetzt auf dem Startblock stehe, ist dann für die nächsten 2 Minuten ist man dann Konkurrenz. Aber für die restliche Zeit ist einfach die Freundschaft vorhanden. Also meine beste Freundin, die ich quasi, ich sage jetzt mal aus dem Kindergartenalter, Daniela Schreiber, mitgenommen habe, mit der habe ich heute noch so eine große Freundschaft, obwohl wir eine Zeit lang auch wirklich die gleichen Zielstrecken hatten. Die Freundschaft ist bis heute bestanden und die war nie irgendwie gefährdet durch irgendwas. Und ich finde, das ist so ein Punkt, was wirklich Sport ausmacht. Mein Glückwunsch dazu. Danke. Man liest häufig und viel, gerade in Sportzeitschriften, dass solche Top-Athleten eine sehr, ich will nicht sagen Einzelgänger sind, aber auch einen großen Freundschaftskreis haben. Ja? Dass bei dir jetzt mit einer Kindheitsfreundin bis heute super gehalten hat, fabelhaft, Glückwunsch. Das ist sehr schön. Das kommt auch nicht so vor, aber wir waren wirklich, jetzt war ich außerhalb vom Protokoll, also wir haben uns, ich sag mal, in der 3. Klasse, vielleicht so auf den ersten Wettkämpfen haben wir uns so kennengelernt. Und dann waren wir in Halle 7 Jahre auf dem Internat in einem Zimmer zusammen. Und dann hat sich das so ein bisschen getrennt, weil sie Abitur gemacht hat und ich nicht. Das hat sich dann so von der Schule einfach ein bisschen getrennt. Und dann bin ich ja auch später nach Magdeburg gegangen und sie ist in Halle geblieben. Aber es hat sich trotzdem, die Freundschaft ist wirklich damals wie heute. Das ist so schön. Sie hat mittlerweile aufgehört. Also ich hatte so im Bereich von der Jugend zum Erwachsenenbereich, hatte ich so quasi mein, ich will es mal als Karriere-Tief bezeichnen. Und sie hat es jetzt, also sie war dann relativ zeitig erfolgreich und hat dann jetzt eben 2012 nach den Olympischen Spielen hat sie aufgehört. Und da bin ich jetzt quasi erfolgreich geworden. Und das war so, sie kann sich jetzt in die Situation reinversetzen, die ich damals hatte. Also diese Unterstützung einfach. Die war 2012 bei den Olympischen Spielen dabei, da musste ich zu Hause bleiben. Jetzt war ich 2016 dabei, da musste sie zu Hause bleiben, also weil sie halt aufgehört hat. Und es ist so einfach, ja, man kann sich einfach so gegenseitig in das Verhalten oder in diese Situation reinversetzen. Du sagtest gerade eben, in deinem Karriere-Tief. In ein Tief zu rutschen ist gar nicht mal so schwer. Das passiert. Richtig. Ich weiß es auch aus Erfahrung. Wie bist du da gestärkt wieder rausgegangen aus dem Tief? Ich denke, das hat mehrere Faktoren. Also einmal, weil ich, also von mir persönlich schon, weil ich einfach so willensstark bin von Grund auf. Das wurde mir schon, also vor allem von meinem Papa so in die Wiege gelegt, dass ich einfach ein sehr willensstarker Mensch bin, dass ich immer, wenn ich mir ein Ziel vor Augen setze, das will ich unbedingt erreichen. Und dann kam dazu, dass ich immer Rückhalt von meiner Familie hatte. Also die haben immer gesagt, Franzi, wenn du noch Spaß am Schwimmen hast, auch wenn der Erfolg momentan vielleicht gerade nicht vorhanden ist, unterstützen wir dich sehr gerne weiter, weil sie wissen, Schwimmen, das ist einfach mein Leben. Und wenn sie sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr, dann würden sie das genauso akzeptieren. Also wenn ich sage, oh, ich habe jetzt einfach die Nase voll vom Schwimmen, es läuft nicht, ich habe keinen Bock mehr auf das Training, würden sie das genauso akzeptieren, wenn ich sage, okay, ich höre jetzt auf. Das war der zweite Rückhalt und der dritte und wichtige Rückhalt war sicherlich damals auch von meinen Trainern. Die wussten, ich habe Potenzial, ich habe das Talent dafür, um mal ganz oben anzukommen. Warum das jetzt nun aktuell gerade nicht so ist, ist sicherlich auch menschlich. Es gibt einfach kein Karrierewerk, der steil nach oben geht. Oder es gibt vielleicht sehr wenige davon, bei denen das so ist. Sie haben immer an mich geglaubt und haben mir auch immer den Rückhalt gegeben, dass aus mir was Großes werden kann. Und das waren so einfach die 3 Faktoren, die mich dazu bestärkt haben, mein Ziel weiter zu verfolgen. So stark an sich selbst zu glauben, dann im Wasser zu sein,
Diese Trainingseinheiten hinter sich zu haben, das Ziel kurz vor Augen. Was geht in deinem Kopf und in deinem Sportlerherzen vor? Also ich glaube, es ist so, wenn man das von außen gesagt bekommt, dass man das Potenzial hat, mal ganz oben anzukommen, hat man immer dieses große Ziel im Hinterkopf. Um aber dieses große Ziel zu erreichen, muss ich mir natürlich viele kleinere Ziele setzen. Und das waren am Anfang eben Deutsche Meisterschaften, einmal die Teilnahme, dann wolltest du ins Finale, dann wolltest du irgendwann die Medaille. Und so ging das halt eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf ein Stück höher. Ich kann nicht sagen, ich komme jetzt von null und möchte ein Jahr später Weltmeister werden. Das ist so unwahrscheinlich, dass man sich einfach seine Ziele mit kleinen Zielen setzen muss, um ganz oben anzukommen. Und an diesen kleinen Zielen habe ich mich letztendlich aufgehangen und habe die tagtäglich im Hinterkopf gehabt und habe dafür hart gearbeitet. Wenn ich dich bitten würde, den jungen Talenten etwas mitzugeben, die heute noch am Anfang stehen, sei es nicht mal Schwimmen, sei es irgendetwas, was hobbymäßig entsteht oder wo man der Meinung ist, das mache ich gerne. Was möchtest du denen sagen? Also für mich ist Talent sind immer zwei Sachen. Das ist einmal das Talent an sich, diese Fähigkeit, eine bestimmte Begabung zu haben, aber auf der anderen Seite auch Spaß. Und für mich stand letztendlich immer erstmal der Spaß im Vordergrund, bevor ich mein eigenes Talent überhaupt betrachtet habe. Wenn ich aber weiß, dieses Talent zu haben und mit diesem Talent eventuell früher oder später irgendwann mal etwas damit zu erreichen, das muss nicht immer finanziell sein, das kann auch einfach nur für die eigene Persönlichkeit sein, dann bin ich der Meinung, sollte man an diesem Talent festhalten, aber immer mit Spaß. Also ich glaube, wenn man ein Talent zwangsläufig herausfordert oder versucht, das irgendwie mit Krampf oder mit Macht irgendwie zu entwickeln, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal richtig ausbricht, in Anführungsstrichen. Deswegen immer mit dem Spaß bei der Sache bleiben, nach Möglichkeit, und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch das Talent irgendwann ausbricht. Wenn du auf deine, ich will nicht sagen junge Karriere, man kann sagen junge Karriere, zweiter Platz Weltmeisterschaft, wahrscheinlich 2020 dann erster. Wie viel glaubst du, nicht nur, dass man an sich selbst glauben muss unbedingt, aber wie viel Einfluss hat der Trainer in deiner ganzen Karriere auf deine Performance, auf dein Wesen und dein Verhalten? Nicht nur als Sportler gesehen, sondern auch als Mensch. Sehr viel. Also für mich ist Erfolg wirklich eigentlich 60% ich selber und 40% der Trainer. Also ein Trainer ist für mich so entscheidend. Er macht mich letztendlich zu dem oder er entwickelt das aus mir heraus, was ich an Potenzial habe oder versucht, das rauszukitzeln, mich zu fordern täglich, mich täglich vor neue Herausforderungen zu stellen, die mich dann auch immer täglich weiterbringen. Und ich brauche auch einen Trainer, der nicht nur Trainer ist, sondern auch für mich persönlich, also ziemlich persönlichen Bezug habe, mit dem ich auch über andere Probleme reden kann, sei es familiär, sei es schulisch, Ausbildung, wie auch immer. Auch das gehört zu der Sonne einer Entwicklung dazu. Und deswegen ist für mich, oder deswegen hat der Trainer an sich für mich einen sehr großen, hohen Stellenwert in meiner Karriere. Franziska, Franzi, ich bedanke mich für das Interview. Sehr gerne. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Es gibt da ein kleines Gerücht, was ich gehört habe, dass du rückwärts schneller schwimmst als die meisten vorwärts. Stimmt das? Ich weiß nicht, wo du das Gerücht her hast, aber da gibt es tatsächlich eine lustige Story dazu. Ich war vor 3-4 Jahren, war ich um die Weihnachtszeit mal in Bitterfeld zum Training, weil ich einfach, hat einfach gepasst zwischen Weihnachten und Neujahr, weil ich eben nicht jeden Tag nach Magdeburg fahren, beziehungsweise wollte ich nicht in Magdeburg bleiben und hatte dann quasi die Möglichkeit, in meinem alten Verein
mein Trainingspensum abzuspulen. Und da war unter anderem eine Aufgabe dabei, rückwärts zu schwimmen. Das ist einfach für uns eine Übung, einmal eine koordinative Sache und einfach auch mal ein bisschen, um den täglichen Bewegungsablauf zu unterbrechen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meine Arme immer tagtäglich vorwärts bewege, kommt auch irgendwann, ja, ich sag mal, wie eine Art Verschleiß. Und dieses Rückwärtsschwimmen ist eben einfach dazu da, um einfach mal eine andere Bewegung auszuführen. Und ich hatte meine abgesperrte Bahn und neben mir schwamm die Öffentlichkeit. Und ich hatte eben diese Aufgabe, dann 25 Meter rückwärts zu schwimmen. Und neben mir schwamm eine Dame, ja, war vielleicht Mitte 40, Anfang 50, würde ich jetzt so schätzen. Und die war total begeistert, dass ich ja rückwärts so schnell schwimmen kann. Und ja, und so kam man natürlich auch ins Gespräch, wer man ist und wie man war, natürlich auch staunend, wie viel Training dahinter steckt und so weiter. Und ja, es war eine lustige Sache, dass ich dann rückwärts tatsächlich schneller war als sie vorwärts. Dann bleiben wir doch gleich bei Gerüchten und Legenden. Unter Bitterfeldern heißt es, dass du mit Anfang 20 die Gotsche durchschwommen hast. Ja, ich war bei meinen Eltern zu Hause im Sommer und hatte eigentlich mehr oder weniger Langeweile, beziehungsweise wollte ich mich einfach nur ja, ein bisschen fit halten. Und dann kam ich auf die ja, blöde Idee, vielleicht einfach mal die Gotsche durchschwimmen, so rum. Und ja, hab mir dann auf der Karte das so ein bisschen angeguckt, von wo nach wo ich eventuell schwimmen könnte. Bin dann einfach an Punkt X ins Wasser gesprungen bzw. gelaufen und bin einfach mal losgeschwommen. Und nach einer Stunde 40 Minuten kam ich am anderen Ende raus und dachte ich, hey, coole Sache.